Sie sammeln alles, was brennbar ist. Ihre Eltern haben sie losgeschickt, Holz oder zumindest Zweige aufzutreiben, irgendetwas, um Reis oder eine Suppe kochen zu können. Überall in den Flüchtlingslagern sieht man Menschen auf der Suche nach Brennholz. Geld, um es zu kaufen, haben die wenigsten. Manchmal habe ich Glück, dann geben mir die Leute von hier ein bisschen Kleingeld. Aber das Holz, das ich dafür bekomme, reicht höchstens 2-3 Tage. Immer noch kommen täglich neue Rohingya an, oft auf dem Weg übers Meer, auf dem schon viele ertrunken sind. In Bangladesch müssen sie sich bei den Grenzsoldaten registrieren lassen. Diese Soldaten befragen ein Mädchen, das ohne Eltern angekommen ist. Die Geschichten gleichen sich. Fast immer wird von brutalen Übergriffen berichtet. Die Leute in Myanmar, so erzählt diese Frau, haben uns das Vieh gestohlen. Sie wollten auch unsere Männer töten. Da sind wir geflohen. Die Lager völlig überfüllt mit 800.000 Rohingya, von denen 600.000 allein in den letzten 2 Monaten gekommen sind. Die Einheimischen haben zwar Mitleid mit ihren muslimischen Glaubensgenossen, aber sie holzen unsere Wälder ab, machen alles zu Kleinholz, um Brennmaterial zu haben. Ich sehe, dass sie Not leiden, aber dagegen muss trotzdem etwas getan werden. Mangelware sind neben Brennholz fast alle lebenswichtigen Hilfsgüter, vor allem Medikamente, Lebensmittelzelte. Dabei werden bis Weihnachten weitere 200.000 Flüchtlinge erwartet.